Landeshauptmann, beginnen wir mit dem brennenden Wahlkampfthema der Spekulationen. Wenn man sich ansieht, wie Niederösterreich da veranlagt hat, dann sieht es eher aus wie der feuchte Traum eines Wall Street Bankers als verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeldern. Sind da Fehler passiert? Welche sind passiert und wer hat sie gemacht? Sie haben schon richtig gesagt. Sie haben begonnen mit dem Spekulieren, aber dann gleich darauf hingewiesen, wenn man sich das anschaut, wie Niederösterreich veranlagt hat. Ich lege größten Wert darauf. Wir haben nicht spekuliert, sondern wir haben veranlagt. Und zwar in einer Zeit, als das gang und gäbe war. Schauen Sie sich einmal um in der gesamten Republik, nicht nur Bundesländer, sondern auch Städte und Gemeinden. Dann hat sich in der Zwischenzeit auf den internationalen Finanzmärkten einiges bewegt und dann ist es schwieriger geworden. Wir haben veranlagt im Jahre 2000 auf 20 Jahre. Mittlerweile sind etwas mehr als 10 Jahre vorübergegangen. Und diese Veranlagung hat statt 5% Verzinsung, die wir kalkuliert haben, bis jetzt 3,2% Verzinsung gebracht. In konkreten Ziffern 824 Millionen Euro sind hereingekommen. Wir haben noch rund 10, na, Sie müssen mir fertig reden lassen, denn bitte. Das muss man im Breiten erklären. Wir haben noch fast 10 Jahre, bis wir tatsächlich das Ende der Fahnenstange des Veranlagungszeitraumes erreicht haben. Und es kann heute kein Mensch sagen, ob wir nicht im 20. Jahr der Veranlagung dann tatsächlich wieder diese 5%, die wir angepeilt haben, erreicht. Das ist aber ebenso mutig gedacht, wie Sie es am Anfang gemacht haben. Deswegen sage ich euch, der Traum eines Wall Street Bankers. Sie haben damals, nehmen wir nur die erste Tranche, Sie haben damals Wohnbauraten, zukünftige Wohnbauraten der Häuselbauer im Wert von 4,7 Milliarden Euro, die jedes Monat reinkommen, weil die Häuselbauer zahlen pünktlich. Die haben sie verkauft um die Hälfte, um 2,4 Milliarden Euro und haben dann versprochen, dass sie das so gut veranlagen werden, dass nicht nur der Verlust reingeholt wird, sondern dass ein Gewinn rauskommt. Und um das reinzuholen, wären schon die 5% notwendig gewesen. Das heißt, Sie haben jetzt einen Verlust gemacht. Sie können mir doch nicht erklären, dass das ein Gewinn ist. Sie sind eine Milliarde unter dem, wie können Sie was das passiert behaupten? Wäre, wenn Frau Sie Milborn, einfach nur weiter Wohnbaugelder Frau kassiert Milborn, hätten. Sie, eine Milliarde, sagt der Rechnungshof. Ja, dann hätten wir, der Rechnungshof sagt etwas anderes auch noch. Allerdings, Sie können das heute genauso wenig wie ich fix sagen, ob wir nicht im Jahre 2020 dann tatsächlich diese Verzinsung erreicht haben oder nicht. Also die letzten 10 Jahre ist es schiefgegangen. Wollen Sie jetzt wirklich sagen, Sie holen das jetzt auf? Nein, das zwischen 2008 und jetzt ist die Milliarde, die Sie unter Wasser sind, nicht eingeholt worden. Das wollen Sie aufholen und dann noch Gewinn machen? Ja, das ist absolut möglich, wenn die Finanzmärkte auf internationaler Ebene sich weiterentwickeln. Nicht zuletzt auch deswegen, weil wir in enger Absprache mit dem Rechnungshof das Portfolio so gestaltet haben, dass möglichst viele Risiken verhindert sind. Das Portfolio ist ausgestattet in einer Art und Weise wie die privaten Pensionskassen. Und die sind mit möglichst minimiertem Risiko veranlagt. Und ich halte es absolut für möglich, dass im Jahre 2020 das, was angepeilt wurde, dass das auch erreicht wird. Also nochmal zusammengefasst, Sie sagen, es war kein Fehler, so wie diese Gelder mitsamt den riskanten Anlagen veranlagt worden sind. Und diese Entscheidung, zukünftige Wohnbaudarlehen zu verkaufen. Es hat eine Irritation gegeben, die allerdings nicht auf österreichischer oder niederösterreichischer Ebene zu suchen ist, sondern auf internationalen Finanzmärkten. Sie wissen, die Irritationen, die ausgelöst wurden durch verschiedene weltpolitische Ereignisse, das hätte im Jahre 2000 kein Mensch ahnen können. Und dort hat es viele, viele gegeben. Viel mehr, als man jetzt aus Niederösterreich versucht, wenige Tage vor einer Wahl einen Skandal zu konstruieren. Und dabei bleibt es auch.